Ich möchte euch heute Menschen vorstellen. Ich will gar nicht so viel über mich sprechen, sondern eigentlich über Menschen, die ich kennengelernt habe. Und eigentlich würde ich die euch auch gern zeigen. Da. Das ist Sigmund. Sigmund ist ein Zeitzeuge. Und als ich ihn kennenlernte, war er 89 Jahre alt. Als ich ihn das erste Mal traf, war er unglaublich aufgeregt, weil er fast 90 Jahre alt war. Er sagte immer, das klingt besser als 89. Und ich finde, er hat recht. 90, das ist ein ganz schön hohes Alter. Zwischen Sigmund und mir lagen 64 Jahre Altersunterschied. Und trotzdem kann ich sagen, Sigmund war mein Freund. Er war ein lustiger, offener, stolzer und sehr belesener, kluger alter Mann. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt. Zwischendurch rief er mich wöchentlich an, um zu fragen, ob ich fleißig genug bin, ob ich genug lerne und wie mein Beziehungsstatus ist. Bildung war für ihn das höchste Gut. Und natürlich ist Bildung auch für mich wichtig. Aber das Privileg zu lernen, das war für ihn nochmal aus einer ganz anderen Sicht wichtig als für mich. Denn Sigmund musste in seiner Jugend heimlich zur Schule gehen. Er musste Schulbücher und Schulhefte in die Schule schmuggeln. Er besuchte eine heimliche Klasse. Denn Sigmund Plutznik war Jude. Er wurde 1924 geboren, in der Nähe von Oświęcim, also Auschwitz, in Polen. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in seine Stadt lebte er in einem Ghetto mit seiner Familie. Sein Tagesablauf war umringt von Verboten, von Verfolgung, von Tod und von Leid. Bereits als 17 Jahre alter junger Mann entschied er sich, in den Widerstand zu gehen. Eine Entscheidung, die bedeutete, dass er seine Familie im Ghetto zurücklassen musste. Eine Entscheidung, die hieß, dass er sich für immer verabschiedete von seiner Mutter, seinen Schwestern, seinem Schwager und seinen Nichten und Neffen. All diese Menschen sind gestorben, umgebracht worden. Sigmund hat sie nie wieder gesehen. Im Untergrund kam es vor, dass seine Bekannten in einen Hinterhalt gelockt wurden und starben. Und so entschied Sigmund mit seinen Freunden zusammen, dass er für diese Sache nicht sterben wollte. Und sie machten sich auf eine lange Flucht. Ein Jahr lang flüchteten sie, besorgten sich gefälschte Papiere und reisten durch komplett Europa. Ihr Alltag war geprägt von Angst, Entbehrung und von der Sorge aufzufliegen. Das Ganze war sehr traumatisch. Allerdings war Sigmund durch diese Flucht bereits 1944 bei der Ankunft in Istanbul befreit, das heißt ein Jahr vor Ende des Krieges. Nach Ende des Krieges hat Sigmund angefangen, ein sehr gutes Leben zu führen. Er hat in vielen europäischen Ländern gelebt und in den USA. Er hat seine große Liebe gefunden, von der er kaum sprechen konnte, weil sie vor ihm gestorben war. Und er hat zwei wundervolle Kinder bekommen und viele Enkel. All das hat Sigmund mir erzählt. Ich habe ihn getroffen und ich durfte in seine Lebensgeschichte eintauchen. Meine Freundin und ich haben ihn viele Stunden interviewt. Wir haben von all dem gehört. Wenn er von seinen Freunden sprach, haben wir gelacht. Wenn er von seiner Familie sprach, haben wir geweint. Ein 89 Jahre alter Mann saß weinend vor mir, weil er 35 Menschen seiner Familie verloren hat. Das hat mir ganz schön wehgetan. Das hat mich verletzt. Wir haben seine Gefühle geteilt, wir haben seine Weisheiten gehört und wir sind Freunde geworden. Wir haben nicht nur seine Lebensgeschichte gehört, wir haben auch Wein getrunken, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gelacht, wir haben manchmal über die Mitbewohner in seinem Seniorenheim gelästert und ganz oft hat Sigmund davon erzählt, dass er eine Revolte im Seniorenheim anzetteln möchte, weil das Essen super schlecht war, seiner Ansicht nach. Für mich war die Zeit mit Sigmund unglaublich bewegend. Ich habe für mich viel gelernt und ich habe für meinen Beruf viel gelernt. Deswegen war es ein extrem schlimmer Moment, als der Geistliche aus seinem Seniorenheim anrief und mir sagte, dass Sigmund im Sterben liegt. Für mich war das wie ein Schlag, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich durfte an seinem Sarg sprechen und mich von ihm verabschieden. Ich war auf seiner Beerdigung und in dem Moment habe ich auch Motivation und Mut gespürt. Ich wusste, dass Sigmund für das, was ich mache, für meine Idee ebenso brannte wie ich. Er hat es total geliebt. Er hat all seine Bekannten immer wieder überredet, uns zu helfen. Manchmal rief er an und sagte, Katharina, ich habe wieder jemanden aus dem Altenheim gesagt, er soll 50 Euro geben. Die haben alle genug Geld. Oder er fragte, Katharina, wieso kann der Oberbürgermeister euch eigentlich nicht helfen? Ich glaube, ich rufe den an. Also er war sehr motiviert. Wenn ich eine Pause von meinem damals noch Ehrenamt brauchte, sagte er, ich bin 90, du nicht, warum machst du eine Pause? Er war unglaublich wichtig für mich und es war ihm sehr wichtig, dass seine Geschichte nicht stirbt. Und diesen Wunsch habe ich übernommen. Sein Tod hat mir eins gezeigt. Die Zeitzeugen sterben wirklich.
Zeit ist endlich. Und das hat mich nochmal aufgerüttelt, schneller zu arbeiten. Ich möchte Sigmund stolz machen und das vor allen Dingen deswegen, weil er mir etwas gezeigt hat, das noch nie jemand anderes mir gezeigt hat. Das hier ist ein Berg aus Brillen. Ein Berg aus Brillen, der in Auschwitz liegt. Ein Berg, der dafür steht, dass Millionen Menschen gestorben sind. Das sind Brillen von Millionen getöteten Frauen, Männern und Kindern. 6 Millionen getötete Juden. Noch viele Millionen andere Tote. Und all das, was wir hier sehen und das, was wir immer hören über die Medien, das konnte ich nie begreifen. In der Schule habe ich dieses Bild von dem Leichenberg gesehen. In den Medien spricht man über diese 6 Millionen. Und ich verstand nicht, was es bedeuten soll. Es hat mich nie so richtig berührt. Doch als ich Sigmund kennenlernte, da habe ich begriffen. Da habe ich verstanden, was hinter dem Berg mit den Brillen steht. Nämlich ein Mensch. Hinter dieser unvorstellbaren Zahl von Toten stehen einzelne Schicksale. Und das zu begreifen, hat ganz schön wehgetan. Aber das war auch der einzige Weg, wie ich das Ganze begreifen und lernen konnte. Vorher in der Schule habe ich das Ganze nicht verstanden. Der erhobene Zeigefinger meiner Lehrer hat mich nicht wirklich bewegt. Aber Sigmund zu hören und seine Erzählungen zu genießen, das hat mich bewegt. Sigmund kann nicht mehr sprechen. Er ist am 19.04.2016 verstorben. Seitdem erzähle ich seine Geschichte. Ich wünsche mir nämlich, dass junge Menschen wie ich damals die Chance haben, ebenso zu begreifen und zu fühlen wie ich. Ich wünsche mir, dass sie etwas tun. Und deswegen bin ich Sigmunds Zweitzeugin. Das Ganze ist meine Berufung, wie ihr vielleicht auch merkt. Es ist aber auch mein Beruf. Ich arbeite für Heimatsucher e.V. Ich bin dort im Moment Geschäftsführerin. Das bedeutet, ich leite einen Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, junge Menschen jeder Bildungsschicht zu erreichen, ihnen Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden zu erzählen und damit gegen Rassismus zu arbeiten. Wir gehen in Schulklassen ab Klasse 4, das heißt, wir gehen in Grundschulen. Und ihr könnt euch fragt euch vielleicht jetzt, wie erzählt man sowas den Grundschülern? Wie kann man genau das, wovon ich gerade sprach, Kindern erzählen? Genau das habe ich mich auch gefragt. Und dann kam das Jahr 2011, ein für mich besonderes Jahr, denn ich habe in dem Jahr auch Erna kennengelernt. Und Erna hat in einem Seminar gesprochen. Ich habe damals noch studiert und meine Dozentin hat sie als Auschwitz-Überlebende eingeladen, vor Grundschulkindern zu erzählen. Ich als Studentin war nur Zuschauerin und sollte beobachten. Erna erzählte ihre Lebensgeschichte, sie erzählte von Auschwitz, von Tod und von Leid, vom Verlust ihrer Mutter. Und ich war ziemlich sprachlos und gerührt. Die Kinder hörten gebannt zu und stellten einige Fragen. Am Ende gab eine Fragerunde einberufen und während ich noch da saß und mich fragte, was soll man so eine Frau bloß fragen, schnellten natürlich die Finger der Kinder in die Höhe, denn Kinder lieben es, Fragen zu stellen. Und ein Junge darunter meldete sich und fragte, was sind Gaskammern? Das war für mich ein schrecklicher Moment. Ich war total berührt und peinlich berührt. Ich fand die Frage unangenehm. Ich habe gedacht, diese arme Frau hat ihre Mutter in einer Gaskammer verloren. Wie kann er das fragen? Das war mein Tabu. Das habe ich gespürt. Dass es aber kein Tabu für Erna war, wurde mir klar, als sie einfach geantwortet hat. Sie hat einfach erklärt, was eine Gaskammer ist. Der Junge hat genickt, es verstanden und es war beendet. Es gab keine Tränen und keine Unruhe. Das war nur ich. Und genau dieses Tabu hat mich sehr berührt und sehr bewegt. Von da an war mir klar, dass auch Grundschüler die Geschichte begreifen können. Das Tabu, das wir da entfacht haben, das war nur in den Erwachsenen. Grundschüler verstehen und Grundschüler haben Fragen. Um das Ganze zu untermauern, haben meine Freundin und ich unsere Masterarbeiten zu dem Thema geschrieben und einiges erarbeitet. Zusammenfassend kann ich unsere Ergebnisse darstellen als: Das Tabu lebt in uns, die Kinder wissen bereits von allem, die Kinder hören das aus den Medien und eigentlich ist es unsere Aufgabe, das Wissen zu ordnen. Mit dem Schweigen, das wir immer über die Grundschule hüllen und über dieses Thema, machen wir es eigentlich nur viel mystischer, als es schon ist. Das Unbefangene, mit dem die Kinder herangehen, das nehmen wir ihnen weg. Und das will ich ändern. Deswegen bin ich Zweitzeugin. Deswegen arbeite ich in Schulen und rede mit Kindern über die Geschichte. Denn immer, wenn ich rede, merke ich, dass die Kinder damit nicht in ein Tabu rutschen, sondern die Kinder fragen sich, was kann ich damit tun? Bei den Kindern entsteht eine Lust, etwas zu bewegen, sich einzusetzen. Denn wenn die Kinder davon hören, dass Erna auf dem Schulhof von anderen Kindern gehänselt wurde, weil sie Jüdin war, dann finden sie das ungerecht. Sie fühlen mit, sie stampfen auf und sie sind wütend. Sie fragen, warum? Und ich kann es ihnen wirklich nicht erklären.
Wenn ich davon erzähle, dass Siegmund in Wien versteckt war und um sein Leben fürchtete und dass eine Putzfrau ihm mit einer kleinen Geste half, verstehen Sie, dass Sie als Kinder schon mit kleinen Gesten Menschen in Not helfen können. Für Sie ist Ausgrenzung wegen Religion, Hautfarbe und Verhalten zwar alltäglich und trotzdem mögen Sie es nicht und Sie lehnen es ab. Dass Erna nicht Medizin studieren durfte, weil die antijüdischen Gesetze das verboten haben, das finden Sie gemein und falsch. Und eigentlich war es genau das. Ich erlebe also Kinder und Jugendliche, die durch das Sprechen über die Geschichten dazu kommen, über ihre eigenen Ausgrenzungserfahrungen zu sprechen. 11-jährige Kinder erzählen mir, wie es ist, gemobbt zu werden. Ein Mädchen hat in der Klasse mal gesagt, die anderen Kinder hänseln mich, weil ich zu klein bin. Und daraufhin hat die ganze Klasse ein Gespräch geführt, sich gemeinsam umarmt und entschieden, sich zu entschuldigen. Ein junger Moslem aus Afghanistan hat mal gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, als Moslem in Deutschland zu leben. Die Gesellschaft grenzt mich regelmäßig aus. Und das hat dazu geführt, dass ein hitziges Gespräch in der Klasse geführt wurde, wie man das ändern kann. Ich merke jeden Tag, dass diese Geschichten helfen, über eigene Erfahrungen zu sprechen. Und mir persönlich hilft das zu verstehen. Und deswegen arbeite ich als Zweitzeugin. Und deswegen wünsche ich mir, dass immer mehr Menschen verstehen, was hinter dem Berg von Brillen steht. Ich wünsche mir, dass genau das passiert, was Elie Wiesel selbst, ein Überlebender, einmal gesagt hat. Jeder, der heute einem Zeitzeugen zuhört, wird selbst zum Zeugen werden. Doch sterben die Zeitzeugen. Und deswegen bin ich Zweitzeugin. Nicht nur ich bin das, wir sind ein großer Verein, wir haben viele Ehrenamtliche und unser Wunsch ist es, dass jeder Mensch in Deutschland Zweitzeuge werden kann. Deswegen erzähle ich eben vor Kindern. Und deswegen erzähle ich diese Geschichten und nehme die Kinder mit in den Alltag und in das, was die Überlebenden erlebt haben. Deswegen erzähle ich davon, wie es war, dass Siegmund ins Ghetto musste. Deswegen erzähle ich davon, wie es für Erna war, in Auschwitz zu sein. Denn es sind nicht nur Lebensgeschichten, die die Kinder hören, sondern eben auch Erfahrungen. Und dadurch verstehen sie, dass Erinnerungen nicht nur passives Geschichtswissen sind, sondern sie verstehen, dass Erinnerungen auch Mut geben können. Mut im Heute und Mut, etwas zu bewegen. Wenn ich davon erzähle, dass Siegmund und Erna in ihrer Situation geschafft haben, Widerstand zu leisten, dann sollte das uns anregen zu fragen, warum kann nicht auch ich irgendwas tun? Wenn ich davon erzähle, dass Siegmund im Ghetto heimlich zur Schule gehen konnte und damit geschafft hat, sich zu widersetzen, wofür können wir dann heute einstehen? Wenn ich erzähle, dass Erna im Arbeitslager in ihrem 20. Geburtstag sich widersetzt hat, die Walze zu ziehen, ihren Arbeitsdienst verweigert hat und heimlich davonlief, um ein einziges Mal nur an ihrem Geburtstag selbstbestimmt zu sein, wofür können wir dann einstehen? Wenn ich davon erzähle, dass Erna nach Auschwitz und Ravensbrück es geschafft hat, sich ein Leben aufzubauen, eine Familie zu gründen und danach zu vergeben, wozu sind wir dann imstande? Und deswegen erzähle ich die Lebensgeschichten. Erna und Siegmund machen mich nicht nur traurig. Mein Mitgefühl regt mich an, weiterzumachen und mein Mitgefühl spornt mich an, etwas zu bewegen. Sie erinnern mich täglich daran, dass ich es nicht hinnehmen kann, dass rechtes Gedankengut im Bundestag vertreten ist und dass ich dagegen arbeiten möchte. Und für mich ist das ein Auftrag. Vielleicht hört ihr das auch. Ich würde mir wünschen, nachdem ich heute nicht nur vor Kindern, sondern auch vor Erwachsenen gesprochen habe und euch mitgenommen habe, einen kleinen Ausschnitt zu erzählen. Vielleicht spürt ihr ebenfalls einen Auftrag. Vielleicht habt ihr etwas in eurem Leben, das ihr verändern wollt. Vielleicht habt ihr was in der Gesellschaft, das ihr verändern wollt. Und genau das würde ich euch mitgeben. Macht es einfach. Angela Merkel hat das schon verstanden. Sie kennt unseren Verein, sie kennt unsere Idee und sie findet das gut. Ihr vielleicht auch. Und das hier ist ein Brief von Selal. Selal hat an Siegmund geschrieben und ich kann einen kleinen Auszug lesen. Lieber Siegmund, ich habe deine Lebensgeschichte gehört und war sofort berührt. Das, was dir passiert ist, ist wirklich schrecklich und ich bewundere dich für deine Taten, die du gemacht hast. Du bist sehr mutig und es ist schön, dass es solche Menschen gibt. Und dann hat sie in einem Herz geschrieben, we all love Siggi und das kann ich nur unterstützen. Danke.